So, wir haben es geschafft. Der sieht auch nicht schlecht aus. Das große Problem ist, warum wir in der Schweiz nicht mehr so viele Oldtimer-BMWs fahren, ist die Motorfahrzeugkontrolle. Bei uns gibt es ja diesen Turnus. Du kaufst einen Neuwagen, hast du 5 Jahre Ruhe. Dann nach 5 Jahren das erste Mal Kontrolle, musst du dann die nächsten 3 Jahre und irgendwann mal nach 10, 15 Jahren heißt es, du musst jährlich vorbeikommen. Und in der Schweiz, das ist teuer. So, das Bild sieht geil aus. Hey, Glückwunsch, Sie haben alle 3 Autos. Damit ist Ihre BMW M3-Sammlung komplett. Sobald Sie Ihre Belohnung haben, kann ich Ihnen eine Geschichte über diese Autos erzählen. Chris, dieser E92 M3 ist der vierte Vertreter der M3-Serie von BMW, die mit dem E30 begann. Seine Besonderheit ist der Motor, da es der einzige M3-Generation mit einem rührenden V8-Motor ist. Als entwickelt wurde, startete BMW andere Autos mit für Formel 1-Rennen gebauten V10-Motoren aus. Doch das Gefühl von Geschwindigkeit und das Drehmoment des V8-Präzisionsmotors sind nicht zu verachten. Im Vergleich zu seinem Vorgänger mit Reihen 6-Zylinder ist er auch überraschend leicht. Diese herausragenden Autos sollte man allein schon wegen seines Motors besitzen. Da muss ich Chris recht geben. So, jetzt redet der mir noch. BMW hat viele Erfolge bei Touren, Autorennen erlebt und das mit Autos, die auf Serienmodellen basieren. Am Anfang war die hauseigene Sportabteilung von BMW für die Motorsportaktivität der Firma verantwortlich. Im Jahr 1972 gründeten sie den Tochterkonzern namens BMW Motorsport. Die technischen Spezialisten der neuen Firma haben Motoren für Formel-1-Maschinen und Tourenwagen entwickelt. Im Jahr 1993 wurde ihr Name zu BMW M geändert, ein Name, der nach wie vor verwendet wird. Die Autos aus der BMW M-Reihe, die Sie hier sehen können, wurden von ihnen als Serienmodelle entwickelt. Sogar neben anderen Autos von BMW zeichnen sich diese Modelle durch ihre Leistungsstärke und Beliebtheit aus. Das ist so. Die erste Generation des M3 feierte 1995 ihr Debüt und war Basismodell für die Tourenwagen der Firma. Er wurde von Grund auf entworfen, als wäre er ein Rennwagen und ist nach wie vor eine Legende unter den M3s. Ja, stimme ich zu. Nur halt, die Niere wurde geiler. Sammlung Alfa Romeo. So. Für dieses Menü sollten Sie Autos des italienischen Herstellers Alfa Romeo sammeln. Die Hochleistungseditionen zahlreicher Alfa Romeo Modelle tragen den Namenszusatz Quattrofoglio Verde. Schlag mich nicht tot, bitte, Italiener. Das bedeutet vierblättriges Kleeblatt auf Italienisch. Auf den Autos, die Sie brauchen, ist der 8C Competizione der leistungsstärkste. Bewundern Sie ihn mal in Ihrer Garage. Wenn Sie alle 3 Autos haben, erhalten Sie eine Belohnung. Also kommen Sie wieder her, sobald Sie soweit sind. So. Wir sind schon beim Menü 23. Jetzt lass mich raten. Wir müssen hier bestimmt 600 brauchen wir hier. Ich nehme den da. Nein, bestimmt nicht. Wir versuchen es. 8C Competizione, Baujahr 08. Maraglia. Hallo, mein Name ist Salvatore Maraglio. Ich und ich werde einen M3 in Gelb Metallic fahren. Ich komme aus Italien. Warum fährst du dann ein BMW? Mir gefällt die BMW Intelligenz und ich. Danke, du kommst aus Italien. Ich fahre gegen dich. So, auch mit Wind. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir weiterkommen im Menü, gibt es immer wieder neue Sachen dazu. Also ich sehe schon, dass die Reifen auf Abnutzung gehen. Ja, im roten Bereich schalten, Digga. Du weißt, wie es geht. Du weißt, dass dein Auto überpowered ist, wenn du im roten Drehzahlbereich erst schalten darfst. Was war da los?
Komm jetzt. Fahr, fahr, fahr. Gib Gas. Renault Megane. Megane RS Trophy. Hier durfte ich gar kein Gas geben. So, dann zeigen wir mal, was Gran Turismo bedeutet für uns. Hm? Boah, das ist eine geile Kurve. Nein, wir sind scheiße reingefahren. Schade. Aber wir kommen gut nach. Ja, Digga, warum zeigst du mir erst jetzt Bremsen? Ich sollte das ja langsam selber wissen. So, komm, den Audi TTS, den schaffen wir jetzt. Im Windschatten. Richtig kurvenreiche Strecke. Autsch, das tut weh. Seitenspiegel noch dran. 3 Runden. Also hier liegt alles drin. Fallen wir holen schön auf. Alsace Village. Hier gab es vorhin die Massenkarambolage. Oh nein, Digga, was machst du wieder für Scheiße? Den Rasenmäher wieder mal. 4 Sekunden wieder. Dafür sind wir hier schneller. In der Rundenzeit. Entscheidet eigentlich wirklich die Rundenzeit, ob man sich den ob man sich die Führung ausbauen kann oder ob man dann immens Plätze gut macht. Das würde mich mal interessieren. Weil glaubst du, in der Formel 1 kriegst du mehr Punkte, wenn du die schnellste Runde hinlegst, aber nicht Erster bist. So, den Scirocco nehmen wir auch noch mit. Frühzeitig bremsen. Ja, Digga, was ist das für eine Scheiße? Was mache ich hier? Kurve komplett unterschätzt. Ah, schon wieder die 4 Sekunden. Da haben wir kurz am Podiumsplatz geschnuppert. Der dann hier Realität wird. So, wenigstens geht das Benzin noch nicht runter. Das wär's noch. Letzte Runde. So, let's go. Zeig, was du kannst, BMW. Noch 2 Sekunden. Da ist der Maragli. Nein! Oh. Sind immer die gleichen Kurven, die ich verkacke. 2,7. Wir müssen mal wieder Erster werden.
Komm jetzt. Komm jetzt. Let's go. Ja, ein bisschen quer muss man die Kurve schon nehmen. Jetzt sind wir gut dran. Jetzt kommen aber wieder diese Hardcore-Kurven, wo ich verkackt habe vorher. Oh, ein AMG fährt hier mit. Tschüss! Tut mir leid, quergelegt, aufs Kreuz genommen. Alles für den Sieg. Boah, sieht auch geil aus im Regen. Im Rückspiegel gibt es ja dieses Video. Was hältst du vom BMW? Sehen ganz nice aus in meinem Rückspiegel. Jetzt sieht es gerade anders aus. Noch. Ja, mit Abstand die beste Runde. Oh, scheiße, sieht dieses Auto aus. Oh mein Gott. Nein. Nein. Komplett kaputt haben wir es gemacht. Tägliches Training Belohnung erhalten. So, den ersten Alpha haben wir. Oh. Digga. Fahrerausrüstung. Oh, geiler Helm. Haben wir jetzt die Max-Stufe erreicht? Ich glaube. Nein, das wäre zu witzig gewesen. So, in Sardinien. Clubman Club. Clubman Cup, nicht Clubman Cup. Club, Club, Pop, Dim, Starten. Neun Elva Turbo weg. Schon neunter. Was ist das für eine Strecke? Die sind wir jetzt noch nie gefahren. Mann! Ich lern's nie. Ich lern's wirklich nie. Ich frage mich eigentlich, wie kann ich das die Ansicht vom Auto ändern? Das hinten schauen. Ach so. Alter, das sieht geil aus. Er sieht wieder ganz aus, okay. Aber ich will diese Ansicht. Ich will mich wie ein Rennfahrer fühlen, wenn ich schon dieses Rennfahr-Simulationsspiel spiele. Um die Ecke. Aber wenigstens haben wir jetzt noch gefühlt 20 Stunden herausgefunden. Da kam das Heck kurz. Boah, der sieht echt geil aus. Das ist ein schöner Mercedes. Den Beauvoir fährt. Beauvoir heißt es ja. Mein Französisch nicht mehr best, ey. Wie sieht das Auto jetzt aus? Immer noch ganz. Okay. War halb so schlimm. Aber hier auf der Highspeed, da haben wir das Tempo liegen lassen. Ist das der S? Nee, das ist doch der C. Das ist doch irgendwie der C. C-Coupé.
Ich dachte, der fährt hier mit dem SUV. Nein, nein, nein. 63, ja. Ah, Mann, ey! Ah, die Strecke hier, die bringt mich zum Ragen. Ich bin vielleicht einfach nicht der beste Rennfahrer. Wenn ich so viele Stunden, das ist Jahre her. Ja, es ist wirklich Jahre her. IM heißt, glaube ich, Intermediate-Reifen. Ich hätte weiter runterbremsen sollen. Ich denke mir immer so, ah, die Kurve, die packe ich noch langsam. Dann gehe ich von der Bremse los, gebe Gas und dann verbremse ich mich wieder. Ja, bremsen und lenken ist nicht so die Stärke. Ja, der ein. Oh, wieder der Rasenmäher, Digga. Komm schon, hier auf der. Ja, die haben viel die geileren Beschleunigungen. Huch. Alter, habe ich die Kurve jetzt gut genommen. Und an allen vorbei. Der Reifen sagt danke. Mich würde es wundern nehmen, wie die Bremsen. Ob da Wärme erzeugt wird. In real würde da richtig geile Wärme sein. Da willst du dann nicht. Da kannst du eine Wurst grillieren da drauf. Aber es sieht geil gemacht aus hier mit Kirche, Landschaft. Ja, man sollte dann noch wissen, wie man Kurven nimmt. Wir haben es ja schon tausendmal durch, sind es ja tausendmal schon durchgegangen mit den Lizenzen. Und trotzdem sitzt es immer noch nicht. Schon viel besser. Viel besser genommen. Boah, Digga, wie schafft die Kurven so kurz zu spät zu bremsen? Dann richtig scharf links einlenken und dann noch wieder gut rauskommen. Ich bring's nicht fertig. Aber dafür bringe ich das hier fertig. So. Wichtiger Sieg. Die haben ja auch Bitter nötig, wir müssen ganz, ganz viel Kohle wieder reinholen. So. So. Kurz Uhr entsperren. So, dann hier noch Brands Hatch. Clubman Cup. Drei Runden. Brands Hatch. Beauvoir. Nicht so Bock mit dem zu reden. Ja, eine kleine Strecke. Okay. Junge. Ey, was rammst du mich?
Tschüss. Komm jetzt. Gib Gas. VW Scirocco R. Ah, Digga. Lass mich vorbei. Dankeschön. So, let's go. So, ich muss mich konzentrieren, fahren und reden, das ist, war noch nie meine Stärke. Also, als ich meinen Führerschein bestanden habe, meine Freundin neben mir als Beifahrerin saß, die wollte mit mir reden und ich nur so, ja, okay, ja, Nichts geredet, die ersten paar Male Autofahren, nichts geredet. Ich einfach mich so hart auf die Straße konzentrieren musste und jetzt hier dasselbe. 10 Sekunden, Digga. So eine kurvenreiche Strecke. Ich glaube, ich mache mich mehr fertig mit der Zeit, als dass ich hier versuche zu fahren. Ja, wir sind schlechter, weil wir kurz in den Sandkasten spielen gegangen sind. Nach einem kurzen Ausflug im Sandkasten geht es dann jetzt wieder weiter auf der Strecke. BMW Z8. Das ist aber ein Konzeptwagen, weil der hat so moderne Lichter. Das haben ja jetzt die M8 haben ja so geschlitzt, also ja nicht gerade geschlitzte Lichter, ein bisschen ähnlich, aber Z8? Vielleicht sollte ich mich nicht auf seine Lichter konzentrieren, sondern auf die Straße. Er zieht an mir vorbei, oder? Nee, ich an ihm. Gut. Noch 6 Sekunden aufholen. Und hier will ich nicht wieder Sandkasten spielen, ne? Nein, nein. Oh, da hat's den genommen. Geil. Safe, dritter Platz. Gratis, danke. Ein Fahrfehler war das von ihm. Oder beim Überholen wurde er quergelegt. Aufs Kreuz genommen. Intermediate, wenn's strahlende Sonne ist. Okay. Wenn du das einem Profi-Rennfahrer erzählen würdest, ich glaube, der würde nicht mehr vor Lachen aufhören. Aber die haben ordentlich Zeit vor mir. Aber es kommt langsam gut. So. Die 3 Sekunden. Ja, ja. Darüber könnte man diskutieren. Wichtig ist, dass wir
keine Sandkasten-Exkursion mehr gemacht haben. Jetzt doch das Menü fertig haben. Ja, alle Alfa Romeos gehören uns. Sehr gut. Verlassen. Gehen Sie zurück zum Café. Ich staune immer wieder, was die für Fotomontagen gemacht haben in dem Spiel. Boah. Hey, Glückwunsch, Sie haben alle drei Autos. Damit ist Ihre Alfa Romeo Sammlung komplett. Sobald Sie Ihre Belohnung haben, kann ich Ihnen eine Geschichte über diese Autos erzählen. Roulette-Ticket. Alfa Romeo, Menübuch Nummer 23. Einer der ältesten und unter den vielen Automarken Italiens ist Alfa Romeo aus Mailand. Sie wurde 1910 gegründet und existiert schon über 100 Jahre. Ihr Emblem ist auch so etwas wie ein Klassiker. Es vereint das Kreuz von Mailand mit einer Schlange, dem Symbol der örtlichen Familie der Visconti. Es ist seit jeher das Zeichen des Unternehmens, nahm Alfa Romeo zum ersten Mal an einem Grand Prix teil und trat gegen andere Hersteller aus diversen Ländern an. Und in den 1920ern und 30ern gewannen Rennwagen von Alfa Romeo ein GP-Rennen nach dem anderen. Seitdem wurden viele legendäre Sportwagen produziert, die die Leistung der Rennwagen übernehmen. Natürlich setzt Alfa Romeo diese Tradition auch heute noch fort. Denkt man sich gar nicht. Nutzen Sie die Streckenerfahrung, um etwas über eine Strecke zu lernen.